Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon die gelbe Edition mit einem Froggy. Yeah! So, wir sind hier immer noch im Mondberg, haben gerade diesen Streber hier vorne besiegt, der uns freundlicherweise eins seiner zwei erbeuteten Fossilien gibt. So, jedoch wurde dieser Kampf ein bisschen brutal, was meine Seite angeht, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich werde noch ein paar Pokémon von mir kurz heilen. So. Weil ich weiß überhaupt nicht, was mich da hinten noch erwartet. Keine Ahnung. So, jetzt suchen wir uns mal ein Fossil aus. Möchtest du das Helix-Fossil? Soviel ich weiß, ist das ein Amoroso. Das will ich nicht. Möchtest du das Dom-Fossil? Das ist ein Kabuto. Das fände ich immer cool und das finde ich gut und das finde ich gut. Zora hält das Dom-Fossil. Okay, danke. Das hören wir. Ich glaube, so war die Stimme. Wunderbar. Was mache ich denn? Ja, weiter geht's. Ich habe ja meine Pokémon schon geheilt. Das ist gut. Halt! Bleib ich auf der Stelle stehen! Team Rocket. Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpf uns nicht. Ja, genau! Ich bin Jesse! Und ich James! Team Rocket setzt Frettern ein. So. Ich weiß ja, dieses arme Rettern wird jetzt so in alle Winde geblasen. Ja. Reg dich ab, Rettern. Es ist nur eine kleine Frustrationsphase, bevor du dahin krepieren wirst. Sauber, Smetbo. Wunderbar. Die Attacke ist sehr effektiv. Rettern wurde besiegt. Kabuto hält 93 Erfahrungspunkte und Smetbo auch. Team Rocket setzt Morty ein. Meowth, genau. So, weiter mit Konfusion. Sehr interessant. Morty benutzt Biss. Wunderbar. Weiter mit Konfusion. Sehr gut. Morty wurde besiegt. Smetbo erhält 210 Erfahrungspunkte. Team Rocket setzt Morgan ein. Konfusion. Smogon! So, die Attacke ist sehr effektiv. Smogon ist verwirrt. Smogon begeht Selbstmord. Team Rocket, ihr habt's voll drauf, Leute. Smogon wurde besiegt, Smetbo erhält 342 Erfahrungspunkte. Zora besiegt Team Rocket. So ein Balg hat uns besiegt. Balg, das habe ich nie gehört. Was bedeutet Balg? So ein Balg hat uns besiegt! Zora gewinnt 420 Pokédollar. So schnell wie das Licht! Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Genau. So. Das sind wir schon draußen, das ist gut. Route 4, Mondberg, Azuria City, das ist gut. So. Runter. Da runter. Da runter. Dann geht es da nach oben. Dann geht es, glaube ich, da nach oben. Was haben wir denn hier? Zora findet TM4. Was zum Geier ist TM4? Okay. TM aktiviert. Sie enthält Wirbelwind. Wirbelwind deine Pokémon beibringen. Das ist eine Luftattacke. Die könnte ich meinem Torboga oder meinem Taubsi beibringen. Aber nein. Danke. So. Und. Wood? Wunderbar. So, noch ist alles giftgrün. Und es wird alles blau. Und wie blau. Oh, ich sag göttlich. Wir sind in Azuria City angekommen. Das ist toll. Gehen gleich mal ins Pokémon Center. Willkommen in Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen. Okay, wir benutzen deine Pokémon. Ecke, deine Pokémon sind wieder topfit.
komm jederzeit wieder vorbei. Okay. So. Und ich nutze jetzt diese Gelegenheit dieser Wiese da drüben, um meine Pokémon noch ein bisschen zu trainieren. Das ist manchmal echt erbärmlich. Ah, wunderbar. Ein Habitat. Ein blödes Habitat, Level 9. Nein, noch nicht. Das ist so eins, fange ich mir irgendwann mal. Ich würde mal sagen Pikachu, weil das ist ja ein Vogel-Pokémon. Und Vogel-Pokémon sind ja einigermaßen hier so anfällig, glaube ich, gegen Donnerattacken. Jawohl, ich behalte recht. Die Attacke ist sehr effektiv. Habitat wurde besiegt und Carpador erhält 37 Erfahrungspunkte, Pikachu auch. Ein wildes Radbrock. Level 10. So, Pikachu-Tausch. Soll ich es mir fangen? Radbrock benutzt Ruckzuckhieb. Starner Schock. So. Radbrock benutzt Rutschlag. Pikachus Verteidigungswert sinkt und Pikachu benutzt Starner Schock. Radbrock benutzt Tackle. Hoppala, Volltreffer. Nein, 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 nein! Ja, aber diesen Gnadenstoß erlasse ich jetzt Nidoran männlich. Nidoran, Weile deines Amtes. Bitte beiß die Zähne zusammen, wunderbar. Hornattacke, mach's fertig, bitte. Lass es leiden. Gut, es wurde aufgespießt von dieser Hornattacke. Man darf das Ganze sich vorstellen wie Vlad der Pfähler, der seine Gegner und Feinde und böse Leute von hinten durch das Hintertürchen aufgepfählt hat. Das, ja. Deswegen nannte man ihn ja irgendwie Dracula irgendwann mal. Graf Dracula. Radbrat wurde auf die brutalste Art und Weise hingerichtet und Carpador erhält 40 Erfahrungspunkte und Nidoran männlich erhält 40 Erfahrungspunkte. Nidoran männlich erreicht Level 9. Das hast du davon Radbrat, dass du mein Pikachu besiegst. Geschieht dir recht. Gott, bin ich brutal heute. Mal wieder. So. Eine Neuerscheinung. Ein Mankey. So. Los mit Bomb. Ich nehme mir vor, dass ich keine Pokémon ab Level 10 fange. Unter Level 10. Versteht sich. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr mich meistens versteht, auch wenn ich euch versuche, auf irgendeine Art und Weise das Ganze. Ja, die haben gerade eben beide 740 Erfahrungspunkte bekommen. Ich versuche euch immer was zu erklären, aber ich glaube, ihr rafft es einigermaßen, ohne dass ich groß um den heißen Brei herumreden muss. Das finde ich gut. So. Heilen wir noch kurz unsere Pokémon. Wir kommen die Pokémon zu da. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Bam, bam, bada, bam. Whip. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So, reden wir mal mit den Leuten hier. Pikachu sitzt immer noch oben drauf, ist es ja. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémoniac. Pokémon Maniac. Pokémoniac? Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? Erzählt, genau. Hat man nicht von Bill erzählt, jeder kann den Pokémon Maniac, aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf Bill. Wer würde denn nicht mit seinem Pokémon prahlen? Ja, genau. Es ist viele Pokémon. Es ist viele Pokémon. Er hat einige sehr seltene in seiner Sammlung. Dieser Bill, ich würde für 30 Pokémon würde er alles tun. So, und an dieser Stelle würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Cut. Und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es bei mir und Frau Goggi wieder heißt Let's Play Pokémon, die gelbe Edition. Alright!